Beate Meyer vom Biolandhof Keil. Ich bin hier verantwortlich in der Ernte für Marketingmitarbeiter und die Vermarktung vom Spargel. Genau, unser Betrieb ist seit 30 Jahren Biolandbetrieb. Und ich bin heute zu Besuch. Die Marianne und ist heute mich. Bei uns, genau. Genau. Ich bin die Marianne Wagner, ich arbeite für Tagwerk und ja, bin heute auf die Spargelinsel gefahren, weil mich das total interessiert, wie Spargel angebaut wird und was sich alles damit verbindet. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Beate. Ja, schön, Marianne, ich freue mich auch. Okay, dann fange ich mal mit meinen vielen Fragen an, die ich habe, und zwar erstmal so zum Betrieb. Wie viel Spargel baut ihr an? Auf wie viel Hektar baut ihr Spargel an? Also wir haben jetzt 25 Hektar Spargel, weiß und grün, Neupflanzungen, Altanlagen, genau, aber wir das sind 25 Hektar, ja. Genau. Grüner Spargel ist mir jetzt gar nicht so geläufig. Also ich habe schon mal einen gebraten und so. Und man kennt ihn aus Peru. Ich bin gar nicht so auf dem Laufenden gewesen, dass es das hier auch gibt. Wie wächst grüner Spargel hier in diesen Breiten? Also tatsächlich war der erste Spargel, der hier bei uns gewachsen ist, war Grünspargel. Also der Weiße kam erst später. Grünspargel ist im Prinzip, man hat da neue Sorten gezüchtet. Früher war der Grünspargel einfach, der weiße Spargel wächst raus, man schneidet ihn ab und das war dann der Grünspargel. Aber mittlerweile züchtet man einfach neue Sorten, feinschalige, die gut schmecken, und solche bauen wir auch an. Die Sorte bei uns ist der Xenolim und der ist wirklich sehr feinschalig, geschmacklich sehr gut und ja, wächst oberirdisch natürlich im Vergleich zum weißen Spargel. Und dann habe ich gehört, dass Spargel, also für mich fast schon ein bisschen mysteriös, eine Wüstenpflanze ist oder so. Ich glaube, du hast es sogar irgendwann mal gesagt. Was habe ich darunter zu verstehen? Also der Spargel wurzelt tatsächlich sehr tief. Also er kriegt Wurzeln, die bis zu 10 Meter runtergehen. Und ist deswegen auch er wächst ja. Der Abensberger Spargel ist ja im Prinzip auf einer Sanddüne, aber er wurzelt sehr tief und kann sich deswegen auch, wenn es sehr trocken ist, noch gut mit Wasser versorgen. Aber wenn ich mir jetzt, ihr macht Bio-Spargel, es gibt sehr viel konventionellen Spargel, manchmal fangen die Leute im März schon an, Spargel aus Griechenland oder so zu essen. Ihr bewegt euch ja da schon auch in einem Umfeld, wo man sich behaupten muss. Was macht denn euren Spargel aus? Also ich glaube, dass er vom Geschmack her jeden überzeugt hat, der ihn bisher probiert hat. Das ist eindeutig unser Vorteil. Der Spargel wächst ja auf dem Schwemmland in der Donauebene im Prinzip. Wir haben da zwar nicht sehr viele Felder, aber die sind sehr humusreich und sehr mineralstoffreich. Und das schmeckt man einfach am Spargel. Mhm. Wie isst du deinen Spargel am liebsten? Also tatsächlich wechsle ich immer so ein bisschen. Also ich mag ihn sehr gern grün, gebraten in der Pfanne mit ein bisschen Knoblauch, so eher italienisch. Aber dann auch gern wieder einen weißen und den aber klassisch. So ist Hollandaise, Kartoffeln, Spargel. Jetzt mal noch mal zum Biospargel. Ist es denn schwieriger, den Biospargel anzubauen als einen konventionellen Spargel? Tatsächlich ist der Anbau nicht so schwierig. Also es gibt die Krankheiten, kriegt man relativ einfach in den Griff. Der Spargel hat allerdings Ertragsnachteile im Ökoanbau, weil wir brauchen sehr weite Reihenabstände, damit die Anlagen ständig mit dem Wind, dass der Wind einfach gut durchgehen kann und keine Pilzerkrankungen entstehen, weil diese wären dann wirklich ein Problem. Ansonsten ist der Spargel vergleichsweise einfach. Er reagiert halt sehr gut auf Mineraldünger. Sehr schwierig natürlich auf dem Sandboden, weil das geht ja direkt durch ins Grundwasser. Aber auf dem Sandboden erntet man halt deutlich mehr, wenn man mineralischen Dünger einsetzt. Und das machen wir natürlich nicht. Wie erntet man das? Man kennt das, Spargelstechen heißt es. Ne? Kannst du mir mal erklären, wie das eigentlich funktioniert mit dem Stechen? Der Spargel ist ja auf Abstand 25 cm gepflanzt und treibt Stangen in die Höhe von unterschiedlicher Länge. Man muss deswegen den Spargel ausgraben, weil man weiß ja nicht genau, wo sind denn die kleinen, wo sind die großen Stangen. Wir wollen nur die langen Stangen, die anderen sollen länger im Boden bleiben. Das heißt, man geht hin, legt die große Stange frei, sticht die ab und macht ihn dann wieder zu, damit die kürzeren Stangen weiter wachsen können. Mhm. Ihr seid Tagwerkpartner, Tagwerkbetrieb. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Tagwerk entstanden? Ich glaube, als mein Mann angefangen hat, gab es noch nicht sehr viele Vermarktungsmöglichkeiten.
Tagwerk gab es aber damals schon und einer seiner ersten Kunden war Tagwerk und hat da eigentlich schon immer hingeliefert. Und, mögt ihr Tagwerk? Tagwerk ist sehr fair, was die Erzeuger angeht. Der Preis wird fair abgesprochen, man kann sie eigentlich auf Tagwerk verlassen. Das kann man sie im Handel sonst eigentlich nicht mehr. Aber Tagwerk ist ein verlässlicher Partner seit vielen Jahren und da findet man auch sie haben einfach Fachkräfte im Einkauf. Die Einkäufer sind Gärtner, die verstehen was von dem und es sind nicht die, die von der Zentrale aufgerufen wurden, dass man hier den Preis drückt und wer billiger einkauft, ist besser und wird dann befördert. Bei Tagwerk, glaube ich, da gibt es das nicht. Also da ist der Sachverstand im Vorrang und nicht der Preis. Ich könnte ja heute mal mithelfen, was meinst du? Gern, schauen wir mal. Also es wird heiß. Ich hoffe, du hast gut gefrühstückt, aber gern, komm mit, ich zeig dir, wie es funktioniert. Okay, machen wir.